Tja, ich weiß genau, was ihr jetzt von mir erwartet. Ihr wollt, dass ich euch eine lustige Internetrecherche vortrage und noch ein, zwei Sätze, die ich mir selbst ausgedacht habe. Dann lacht ihr alle oder auch nicht und alle sind glücklich. Fast alle. Denn eigentlich habe ich nämlich gar keinen Bock, immer eine Internetrecherche zu machen. Aber mich fragt ja keiner. Ich bin ja nur das Hilfschecker-Bunny. Ich darf ja nicht machen, auf was ich Lust habe. Sonst sagt das Super-Top-Checker-Bunny wieder, ersetzen wir dich halt, Hilfschecker-Bunny. Das ist leicht. Da draußen sind viele, die es nicht so checken. Und die sich freuen würden, wenn sie deine Chancen hätten. Tja, und dann ist der Konflikt. Und da habe ich voll keinen Bock drauf. Warum, fragt ihr euch jetzt. Ist das smarte, weltoffene Hilfschecker-Bunny etwa konfliktscheu? Ha. Das Hilfschecker-Bunny und konfliktscheu. Absurde Vorstellung. Das Problem liegt selbstverständlich ganz woanders. Das Problem liegt darin, dass das Super-Top-Checker-Bunny nämlich kein Mann ist. Und ich das Hilfschecker-Bunny mit Frauen streiten doof finde. Die heulen dann. Oder kriegen diese Zornesfalten im Gesicht, die man auch kriegt, wenn man ohne Sonnenbrille an den Strand geht oder sich zu oft mit Blitzlicht fotografieren lässt. So wie Models. So, und an dieser Stelle könnte eine ellenlange Aufzählung von total erstaunlichen, lustigen, traurigen, widerlichen und vor allem sehr, sehr interessanten Sachen folgen, die mit Frauen passieren, die wütend sind und die mir nicht gefallen. Aber die folgt ganz einfach jetzt nicht, weil ich dafür wieder im Internet hätte nachgucken müssen. Mit meinem langsamen Rechner. Schönen Dank auch. Als könntet ihr das nicht alle auch einmal selber machen. Einfach bei Google eingeben, Frauen streiten, blöd, bescheuert oder sowas eben. Das kann ja wohl jeder, der nicht ganz bescheuert ist. Übrigens, mit Männern streiten ist was ganz anderes. Mit Männern streite ich mich sehr gerne. Denn die sehen so niedlich aus, wenn sie wütend sind. Und wenn sie rumschreien, finde ich es noch besser. Weil sie sich dann hinterher schämen und kleinlaut sind. Und dann kann man sich selbst wochenlang scheiße benehmen. Und alles begründen mit, ich bin immer noch ganz durcheinander. Und weißt du noch, als du mich so angeschrien hast? Das war schlimm. Ihr seht, das ist ein echt kontroverses Thema, dieses Konflikte und Auseinandersetzungen. Und ich, das Hilfschecker-Bunny, würde es ungefähr so zusammenfassen. Mit den einen macht es Spaß, mit den anderen nicht. Zum Teil auch nicht. Na, wie immer halt, ne?